ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Tagesthemen. Eine Woche nach den Parlamentswahlen in der Ukraine gab es heute dort noch einmal Wahlen. Allerdings nur in den von den pro-russischen Separatisten gehaltenen Gebieten in und um die ostukrainischen Städte Donetsk und Lugansk. In den selbsternannten Volksrepubliken sollten Abgeordnete und die jeweiligen Republikchefs gewählt werden. Kiew betrachtet die Wahlen als illegal. Und für die OSZE entsprechen sie auch nicht dem in Minsk vereinbarten Friedensprozess. Die EU und die USA werden sie nicht anerkennen, Russland aber schon. Golinja Tai berichtet aus dem Krisengebiet. Leben an der Front. Die Kleinstadt Jasinavata war monatelang umkämpft. Nun sind einige Einwohner wieder zurück. Ein Separatist führt uns durch die Stadt. Sein Abzeichen, sowjetische Flagge und Zarenreichfahne. Es gibt Wasser, es gibt eine Heizung, aber es gibt keine Feuerpause, sagen die Einwohner. Diesen Waffenstillstand, den hören wir jeden Tag. Meine Kinder schlafen angezogen. Man geht schlafen und weiß nicht, ob man aufwacht. Wir wohnen da drüben. Von dort hört man immer etwas. Schrecklich. Fahrt nach Snizhnoje, vorbei an 34 Militärlastern ohne Kennzeichen. Augenscheinlich auf dem Weg nach Donetsk. Volksfeststimmung vor dem Wahllokal. Als ob heute ein großer Geburtstag gefeiert wird. Wer will, der kann hier für ein paar Cent ein Kilo Gemüse mitnehmen. Bewaffnete im Wahllokal sind normal. Diese Wahl braucht man unbedingt, denn wir sind ein junges Land, aber ohne Leitungsapparat. Man braucht unbedingt eine Leitung, um unseren Staat zu regieren. In einem Hinterzimmer, für die Wahlen angereiste Beobachter stoßen mit Einheimischen an, auf den Frieden. Viele von ihnen stehen europäischen rechten Parteien nahe. Das ist hier wie eine ganz große Demokratie. Viel demokratischer als die Wahlen in Kiew. Ab 16 Jahren dürfen sie wählen. Eine amtliche Wählerliste gibt es nicht. Ja, Kiew muss Rücksicht auf unsere Region, auf den Donbass nehmen. Man hat uns von Anfang an zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Schon der erste Präsident der Ukraine nicht. Andere Kandidaten außer Sachatschenko kenne ich nicht. Der einzige, den ich kenne, ist er. Ich kenne seine Ideen. Die anderen, die sind für mich fremd. Alexander Sachatschenko, der Favorit der Region Donetsk und selbsternannte Premierminister, hat heute keine Waffe dabei, als er seine Stimme abgibt. Der gelernte Elektrotechniker kam im August an die Spitze der Bewegung, während einige aus Russland gekommene Anführer verschwanden. Er verspricht den Menschen eine strahlende Zukunft. Und Golinja Tai steht jetzt für uns in Donetsk. Golinja, die ukrainische Armee wirft Russland vor, dass von Russland aus Militärfahrzeuge mit Ausrüstung und Truppen in die Gebiete der pro-russischen Separatisten verlegt worden seien. Was wissen Sie darüber? Thomas, darüber kann ich nichts sagen. Das einzig Auffällige, was wir in den vergangenen zwei Tagen gesehen haben, waren zwei lange Militärkolonnen ohne Kennzeichen. Ganz vereinzelt haben wir auf diesen Lastern Militärgerät gesehen und die ausgestiegenen Soldaten, ist uns aufgefallen, die trugen saubere, sehr neu wirkende Uniformen. Aber ich glaube, für die Einwohner hier sind diese Kolonnen nichts Besonderes. Golinja, versuchen wir es doch mal zu interpretieren. Was bedeuten denn diese Wahlen für einen künftigen Friedensprozess, so er denn kommt? Nichts Gutes. Ich glaube, diese Wahlen zementieren das, was man gemeinhin einen eingefrorenen Konflikt nennt. Der neue, alte Premierminister der Donetsker Volksrepublik, der hat vor einigen Minuten gesagt, dass er nach wie vor bereit sei zu einem Dialog mit Kiew. Er hatte aber auch vor einigen Tagen gesagt, dass er plane, die Stadt Mariupol einzunehmen, wenn Kiew nicht auf ihn zukomme.
Und auf der anderen Seite hat die Zentralmacht, hat Kiew heute gesagt, man wolle ein Ermittlungsverfahren einleiten gegen die Separatisten wegen illegaler Machtübernahme. Ich habe wirklich den Eindruck, dass die Machthaber in Kiew auch nicht die bittere Ablehnung der Bevölkerung gegenüber Kiew verstehen nach Monaten des Krieges. Es ist insgesamt eine sehr labile Situation im Moment. Kolinin, vielen Dank für diese Informationen aus Donetsk. Dass Bundespräsident Joachim Gauck kein Blatt vor den Mund nimmt, das ist mittlerweile nicht wirklich neu. Und die Öffentlichkeit und die Politik reiben sich an manchen Äußerungen des Staatsoberhauptes, etwa zur Rolle Deutschlands in der Welt. Nun ist der Präsident wieder angeeckt. In einem ARD-Interview äußerte er große Bedenken über die geplante Wahl des linken Politikers Bodo Ramelow zum Thüringer Ministerpräsidenten. Dass der frühere DDR-Bürgerrechtler Gauck dies so sieht, als Privatmann, das hat niemanden wirklich überrascht. Aber durfte er so etwas auch als Staatsoberhaupt sagen? Oder war dies eine unangemessene Einmischung in Parteipolitik? Claudia Berlin und Julian Kant. Bodo Ramelow kann verstehen, dass Opfer des DDR-Regimes ein Problem mit einem linken Ministerpräsidenten haben. Dennoch gehen ihm die kritischen Worte des Bundespräsidenten nahe. Dass ein Bundespräsident, der eben als Privatperson auch Pastor ist, vor einem Altar in einer mit christlichen Symbolen über einen Mitchristen so redet, als wenn der andere gar keine Existenz hätte oder gar kein Christ wäre, das befremdet und irritiert mich. An historischer Stelle in der Berliner Gethsemane-Kirche, Treffpunkt von DDR-Bürgerrechtlern, hatte der ehemalige Pfarrer in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin die Frage gestellt: Ist die Partei, die dann den Ministerpräsidenten stellen wird, tatsächlich schon so weit weg von den Vorstellungen, die die SED einst hatte bei der Unterdrückung der Menschen hier, dass wir ihr voll vertrauen können? Zumindest die Bürgerrechtler, die heute in Weimar mit Ramelow auf dem Podium sitzen, würden diese Frage bejahen und einen linken Ministerpräsidenten nicht von vornherein ablehnen. Ich finde, wir sind in der Demokratie. Die Linke ist eine demokratische Partei und dann kann sie auch einen Ministerpräsidenten stellen. Und dann, wenn es passiert ist, dann müssen wir mal schauen, was passiert und ob er Dinge, die er versprochen hat, hält. Die Thüringer SPD hat es in der Hand, ob Ramelow Ministerpräsident wird. Das Mitgliedervotum läuft gerade. Ein denkbar schlechter Zeitpunkt für Gaucks Äußerung, findet deshalb der Thüringer Parteichef. Die Tatsache, dass ein Bundespräsident sich über eine Regierungsbildung in einem Bundesland äußert, das ist auch ein ziemlich einmaliger Vorgang. Die Thüringer Grünen haben Verständnis für den Bundespräsidenten und sehen gerade die ehemaligen Bürgerrechtler in ihrer Partei in einer besonderen Verantwortung. Deswegen werden wir, wenn die Koalitionsgespräche in den nächsten Wochen stattfinden werden, auch immer wieder darauf drängen, dass es eine umfassende Aufarbeitung des SED-Unrechtes geben wird. Am Dienstag legt die SPD das Ergebnis ihres Mitgliedervotums vor. Ein Vorentscheid, ob Bodo Ramelow der erste linke Ministerpräsident wird. Der Weltklimarat hat heute in Kopenhagen einen neuen Bericht vorgelegt und darin fordert das Gremium einmal mehr schnelle Maßnahmen gegen die Erderwärmung. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer. Ohne sofortiges, entschlossenes Handeln drohe ein unumkehrbarer Klimawandel. Der könne nur gebremst werden, wenn der CO2-Ausstoß drastisch gesenkt werde. UN-Generalsekretär Ban sagte, die Wissenschaftler hätten ihren Teil getan. Nun müsse die Politik handeln. Der neue Bericht des Weltklimarates fasst mehrere Studien zusammen. Bei der Präsidentenwahl in Rumänien hat der sozialdemokratische Regierungschef Ponta nach Wahlbefragungen zur Folge die meisten Stimmen erhalten, die absolute Mehrheit jedoch verpasst. Ponta muss nun Mitte November in einer Stichwahl gegen seinen bürgerlichen Herausforderer Iohannis antreten. Der bisherige Staatspräsident Basescu durfte nach 10 Jahren im Amt nicht mehr kandidieren. In Pakistan sind bei einem Selbstmordanschlag der mindestens 55 Menschen getötet worden. Der Attentäter zündete seinen Sprengsatz inmitten einer Menschenmenge. Etwa 100 Menschen wurden verletzt. Der Anschlag ereignete sich nahe der Millionenstadt Lahore an der Grenze zu Indien. Die radikal-islamischen Taliban bekannten sich zu der Tat. Unbekannte haben in der KZ-Gedenkstätte Dachau eine historische Tür mit dem Schriftzug „Arbeit macht frei“ gestohlen.
Nach Angaben der Polizei war die Tür nahe des Haupteingangs in ein größeres Metalltor eingebaut. Im Konzentrationslager Dachau bei München hatten die Nationalsozialisten bis 1945 mehr als 200.000 Menschen aus ganz Europa inhaftiert. Zehntausende wurden dort ermordet. Er war das Gesicht der Bundesregierung in wirklich bewegten Zeiten. Im Herbst 1977 musste Klaus Bölling in der Hochphase des RAF-Terrors viele bittere Wahrheiten verkünden. Helmut Schmidt hatte den Journalisten ins Bundespresseamt geholt und dort wurde der stets verbindlich und elegant auftretende Bölling ja doch zum Inbegriff eines Regierungssprechers. Nach dem Ende der Ära Schmidt wirkte Bölling noch viele Jahre als Publizist. 86-jährig ist er jetzt nach Angaben des Auswärtigen Amtes gestorben. Hanno Christ. Helmut Schmidt zählte auf seinen Rat, seinen Charme und seine Eloquenz. 8 Jahre war Klaus Bölling einer der engsten Vertrauten des Bundeskanzlers in einem der heikelsten Ämter des deutschen Politikbetriebs. Wir kannten einander, wir vertrauten einander. Und wenn das nicht nach Angeberei klingt in Ihren Ohren, ich war mit der Gedankenwelt dieses Hamburgers wirklich vertraut, sagte der gebürtige Potsdamer. Bevor er an der Seite eines Kanzlers spricht, arbeitet er als Journalist. Er ist Mitgründer des ARD-Weltspiegels und berichtet für das Erste als Korrespondent aus Washington. Später wird er Intendant von Radio Bremen, 1974 dann Sprecher der Bundesregierung, ein Amt, das er prägt wie kein zweiter. Da kommt es schon mal vor, dass man ein Paket, in dem nicht sehr viel Inhalt ist, mit ein paar Schleifchen dekoriert. Böllings Job ist kein leichter. In seine Zeit fällt unter anderem der Terror der RAF, wie die Schleierermordung und die Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut. Die Erleichterung nach Befreiung der Geiseln in Mogadischu ist Bölling damals deutlich anzusehen. Die Bundesregierung, meine Damen und Herren, hatte in diesem Fall nur scheinbar eine Wahl. Hätte die Bundesrepublik Deutschland die 11 terroristischen Täter freigelassen, so wären sie alle zurückgekommen. 1981 wird Bölling kurzzeitig ständiger Vertreter der Bundesrepublik bei der DDR. Nach dem Ende der Ära Schmidt bleibt Bölling gefragt, lehnt öffentliche Ämter aber ab. Stattdessen kehrt er zu seinen journalistischen Wurzeln zurück und arbeitet bis zu seinem Tod als Publizist. Und wir kommen zum Sport und damit natürlich zu den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Die Verfolger des Tabellenführers FC Bayern München lassen sich ja nicht wirklich so richtig abschütteln. Und es bleibt spannend in der Liga. Katja Wunderlich. So muss es sein. Gestern demonstrierte der VfL Wolfsburg seine Konkurrenzfähigkeit. Heute legte Borussia Mönchengladbach nach. 3:1 fegten die souveränen Gastgeber Hoffenheim vom Platz. Damit gibt es einen weiteren Bayernjäger im Kampf um die Meisterschaft. Gladbachs Trainer Lucien Favre hatte also an seinem 57. Geburtstag allen Grund, sich zu freuen. Denn sein Team holte nicht nur einen Dreier, sondern stellte auch einen Rekord auf. Als Tabellenletzter und ohne Sieg in der laufenden Saison reiste der SC Freiburg zum Aufsteiger nach Köln. Der wiederum stand bis heute für die perfekte Ausgewogenheit in der Liga. 3 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen. Doch diesem Gleichgewicht der Kräfte setzten die Freiburger ein Ende. Mit dem 1:0-Erfolg gelang es dem Team von Trainer Christian Streich, endlich den ersten Dreier nach Hause zu holen und damit die rote Laterne an Werder Bremen abzugeben. Der Coach konnte sein Glück kaum fassen. Liga-Neuling Paderborn steht da, wo die Hertha sich gerne sehen würde, nämlich in der oberen Tabellenhälfte. Nach dem Pokalaus diese Woche bei Drittligist Bielefeld war das für die Berliner heute ein richtungsweisendes Spiel und besonders natürlich für ihren Trainer Jus Luhukay. 2005 war er selbst Coach in Paderborn. Doch an alter Wirkungsstätte musste er mit ansehen, wie seine Mannschaft erneut die Chance auf den ersten Auswärtsdreier vergab. Die Berliner holten in 5 Begegnungen auf fremden Plätzen erst einen Punkt und dementsprechend verbittert und nachtragend waren die mitgereisten Fans. Die Tabelle. Spitzenreiter München hat 4 Punkte Vorsprung vor Wolfsburg und Mönchengladbach. Hoffenheim auf dem Qualifikationsplatz zur Champions League. Dann Leverkusen, Hannover und Paderborn. Die zweite Hälfte, Aufsteiger Köln auf Rang 11 vor Frankfurt und Berlin. In der Abstiegszone Freiburg, Dortmund und Bremen.
Formel-1-Pilot Lewis Hamilton hat den großen Preis der USA in Austin gewonnen. Der Brite siegte vor seinem Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg. Und bei uns noch der Blick aufs Wetter. Nach diesem Wochenende mit Temperaturrekorden wird es in den nächsten Tagen herbstlich. Da habe ich den Verdacht jedenfalls, Sven. Ja, da hat jemand den Verdacht, der sich auskennt, Thomas. Das muss man klar sagen. Ja, die Luft wird kühler. Da kommt auch Nässe zu uns, vor allen Dingen in den Westen Deutschlands. Weiter nach Osten und Südosten, so heißt es. Da sind die Temperaturen durchaus noch höher. Wir gucken kurz auf den 15-Tage-Trend, und zwar den für München. Da sehen Sie hier bis Mittwoch immer noch Temperaturen von rund 20 Grad oder knapp drunter. Und dann aber zum Donnerstag gibt es den großen Einbruch. Dann gehen die Temperaturen tatsächlich massiv zurück. Und wir gucken in die Vormittagsstunden morgen, da ist schon die erste schlappe Front hier in der Mitte, reicht so vom Saarland bis Schleswig-Holstein mit ein paar Tropfen. Dahinter geht es auch im Westen ähnlich wie heute wieder ein bisschen auf. Nachmittags kommen die Wolken hier aber dann dichter rein. Den Regen gibt es an Ort und Stelle. Nach Osten und Süden ist immer noch recht schön, abgesehen vom Nebel. Im Dauernebel nur 9, sonst allerdings wieder Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad unter der Front 13 bis 15. Die Aussichten, es gibt Föhn am Alpenrand, und zwar nicht zu knapp Dienstag, Mittwoch, denn deswegen gibt es dann dort auch die Wärme. Von Westen kommt der Regen und die kühlere Luft. Also der Wärme geht's an den Kragen, aber erstmal, Thomas, nur langsam. Ja, dann genießen wir das noch, diesen Moment. Sven, vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Im Anschluss sehen Sie Titel, Thesen, Temperamente um 1.40 Uhr. Noch einmal die Tagesschau. Wir sind morgen wieder für Sie da. Und dann begrüßt Sie an dieser Stelle Pina Atalay. Kommen Sie gut durch die Nacht.